So, Tagchen, ihr Lieben. Heute geht's weiter mit der Widderlegung. Widder, Widder. Auch hier, wenn ihr nicht in Resonanz geht, bitte, ich muss nochmal die Kamera kontrollieren. Auch hier muss ich es ansagen, ich habe eine neue Kamera zu stehen, weil das mit dem Handy einfach nur zu Problemen geführt hat in Dateiformaten, Längen und so weiter. Aber interessiert euch nicht. Deswegen, bevor es dann so aussieht und ein Cut kommt und ihr denkt, ich schummel hier irgendwie, das Ding läuft. Ihr Widdergeborene, wenn ihr euch ein bisschen wiederfindet, dann bleibt dran. Wenn nicht oder einen anderen verfolgt als Kurswatcher, dann lasst euch nicht manipulieren durch dieses Deck. Es ist situationsbedingt. Wenn es passt, dann entscheidet ihr selber, aber lasst euch nicht von irgendeinem Spektakel hier manipulieren, ne? Also, ihr müsst euch wiedererkennen. Nummer 1. Ihr habt euch gegen Gefühl gewehrt oder wehrt euch momentan gegen Gefühl, müsst euch gegen Gefühle wehren. Es wird eine sehr, sehr starke Gefühlslegung, Aster Kelchi. Ihr seid da immer noch voll drin oder ihr seid euch bewusst, ihr müsst euch gegen eine ganz, ganz große Liebe wehren. Gefühle sind da, aber momentan ist ein bisschen Abschottung oder ihr versucht das nicht mehr an mich ranlassen. So denkt ihr gerade. Oder du als Widdergeborener. Oder für die Person, der dieser Widder darstellen soll. Eventuell kommt die Widderlegung auch noch unten. Ihr müsst da ein bisschen aufpassen. Es ist groß vom Gefühl. Und eine Stärke wird jetzt verlangt. Was ist momentan in der Erdung hier los? Ihr fangt einen neuen Abschnitt an. Es wird umgedacht, umgeplant. Mit 3 der Münzen. Ihr habt erkannt oder du hast erkannt oder derjenige hat erkannt, so geht's nicht weiter. Dieses Überschwängliche. Vom Gefühl her hat man dich irgendwo hingestoßen oder die Person hingestoßen, wo man sich jetzt wieder hocharbeiten muss in kleinen Schritten. Ist demjenigen aber hier auch bewusst. Ja? Aber die Gefühle sind trotzdem noch sehr stark da. Nur es wird jetzt im Februar oder vielleicht hat das schon früher eingesetzt oder es fängt dann im März an. Dir wird oder demjenigen wird langsam bewusst, dass die Stärke wiederkommt. Dadurch, weil man sich wahrscheinlich jetzt mit 5 der Kelche sehr abwehrt, auch so ein bisschen verletzt fühlt, was heißt ein bisschen, sich sagt so, was soll das? Also, was hast du mit mir getan? Und trotzdem tut's weh, weil die große Ass der Kelch-Karte ist da. Aber deine Kraft, die kommt wieder zum Vorschein. Also du hast die Ruhe, damit umgehen zu können. Königin der Stäbe, wirst das mit der Stärke auch ab Februar oder demnächst umsetzen. Aber du verharrst hier trotzdem in dieser, lass dich nicht mehr mit mir machen, was immer auch passiert ist. Du bestimmst es sehr schön. Du bestimmst den Weg für dich. Du hast für dich entschlossen, mit deiner Stärke wirst du den Weg jetzt anzeigen. Ach, oh, hier war ja noch eine. Geballte Power, geballte Kraft mit Königin der Stäbe und 8 der Stäbe. Du hast die Kraft dazu. Also Kraft, Stabilität, Aktion mit der Kraftkarte. Es sieht sehr gut aus. Es sieht sehr, sehr gut aus, dass man hier lernt, die Kraft wirklich zu handeln. Nicht in geballter Kraft loszuschießen. Ansonsten wird man sich wieder überarbeiten, überfordert fühlen. In welchem Thema das jetzt auch liegt. Leidenschaftlich könnte es natürlich auch für einen Beruf stehen oder familiär. Da denkt so ein bisschen mit. Aber du hast für dich jetzt hier im Ziel, dass du jetzt an der Zeit bist, deine Richtung zu lenken. Und die Kraft, die Aktionen sind hier super. Ich lege mal auf... Habe ich 5 der Kelche? Was ist denn das immer? Bin ich zu blöde, Kelche zu zählen? Ich achte schon gar nicht immer auf, weil jedes Deck anders ist. 4 der Kelche trotzdem, das ist diese Abwehrschutzhaltung. Du willst das jetzt nicht mehr empfangen.
Und es geht um eine verlassene Sache. Entweder hast du etwas verloren, einen Verlust, Partnerschaft, Job, Finanzen, kann alles Mögliche sein. Das ist der Grund, warum du dich jetzt so in diesem Zustand befindest, wo du dir sagst, so, hey, nee. Obwohl die Gefühle einfach überwiegen. Nicht jetzt, weil Ass der Ke also auch schon, ja, die Gefühle sind einfach noch da, aber diese drei der Kelche sind dort. Der eine ist oben. Du hast diese Verletztheit einfach noch in dir drin, weil dich jemand anscheinend verlassen hat. Oder du musstest gehen, weil du nicht das an Gefühl zurückbekommen hast, was du dir vorgestellt hast. Kann natürlich auch sein. Auf die Legung des Verlassens kam der Teufel, also eventuell Verrat hat damit was zu tun bei dir. Ritter der Münzen, das ist auch so eine Macherkraft, dieses ich zeig dir, was ich kann, was ich mache und da bist du einfach auch schon einen Schritt voraus in deinem Denken jetzt gerade, in dieser Handlung einfach. Wenn es finanziell stehen sollte, dann wird das gut werden, weil du orientierst dich hier einfach, du gibst nicht auf, bist keiner, der aufgibt. Der Teufel allerdings in Verbindung mit der Gefühlswelt jetzt, egal was passiert, ist. Das klingt so bescheuert, ja. Also man ertränkt, ich will nicht sagen, dass du öfter mal zu Alkohol greifst oder so ein Kram, aber es ist hier so eine, man würde sich wünschen, diesen Schmerz, diesen Kummer, eventuell bist du schon darüber, einfach nur als Hilfsmittel irgendwas zu nehmen, was dich mal wirklich anders denken lässt. Also momentan ist diese Gefühlsebene einfach sehr schwer mit dem Teufel, ja, und du kannst dich auch irgendwie nicht entscheiden, was ist jetzt richtig, warum hast du noch so viel Gefühl? Du ertappst dich eigentlich selber dabei, dass es schon giftig ist, dein Denken. Einfach dieses, ja, dass du dich selber vielleicht ein bisschen manipulierst mit dem Teufel. Du hast aber auch den Engel, ne? Also die positiven Karten, die sind vermehrt, die sind bei dir sehr vermehrt. Ich würde mal auf den Teufel rauflegen. Aber trotzdem ist es natürlich sehr bedrückend. Aber du hast die Kraft, wirklich deinen Weg jetzt zu bestimmen. Manche sind da noch gar nicht und wissen wirklich nicht, wie. Lernen musst du allerdings mit der Acht der Stäbe. Eventuell hast du da auch ein bisschen Problem mit der Geduld, alles so ein bisschen langsam anzugehen, was dir zum Verhängnis oftmals wird, weil das auch so ein Extrem ist, das zu erlernen im Februar. Also wenn du deine Kraft einteilst mit deiner Power, die zurückkommen wird oder die du auch hast, du bist dieser Macher hier und dann auch rauskommst aus diesem Manipulationsspiel und Nachdenken, dieses schwere Nachdenken, das Gefühl ist gut, auch wenn es noch für eine andere Person da sein sollte. Zeigt immer, dass du im Verarbeitungsprozess bist. Ne? Man kann es nicht abstellen. Es ist so. Mach dich einfach stärker. Aber diese geballte Kraft musst du einfach lernen, um das umsetzen zu können fürs Nächste oder für die Zukunft einfach, dass du da nicht an Stärke und Kraft verlierst. Also du bist einfach der Kraftmensch oder derjenige, der sehr viel Kraft besitzt. Ja, das war die Karte, die auf den Teufel fiel, und das ist wirklich dieses sich ertappen beim soll ich noch mal oder soll ich nicht? Also er überlegt hier auch, soll ich die jetzt noch klauen oder nicht? Es ist so ein bisschen hinterlistig. Wenn du das jetzt hier nicht bist, dann ist derjenige einfach ein sehr hinterlistiger Mensch, der trotzdem eine Problematik momentan hier hat. Der hat eine Problematik, auch wenn er entschieden hat und oder verlassen wurde, er hat definitiv hier dran zu knabbern mit Teufel und dem. Solltest du dich hier in der oberen Legung finden, dass du wirklich noch sehr stark innerlich festhältst an irgendwas, dann muss das hier aufhören, dieses Nachdenken, dieses Spionieren, dieses eventuell auch Pläne kommt mir rein, Pläne weglassen.
wie du was besser handeln kannst, wenn du vielleicht mit ein bisschen anderen Mitteln gegenwirkst, mach das nicht. Sollte es der Fall sein. Es muss nicht, aber was gibt es denn für ein Beispiel? Manchmal gibt es Sachen, wenn man wirklich damit nicht klarkommt, etwas Druck aufzuüben, auszuüben mit Mitteln, wo der andere keine Chance hat. Also bewusst Druckmittel anwenden. Sollte das so sein, dann bitte damit aufhören. Es ist nur gut für dich. Und sollte es für eine andere Person hier oben stehen, dann ist das jemand, der wirklich manipulierend agieren kann und demnach, weil er diese Stärke hier drin hat, das auch immer schafft. Ne? Also da musst du jetzt gucken, in welcher Situation du dich befindest. Das ist hier diese Stärke. Man weiß, dass man die Stärke besitzt, damit umgehen kann, auch lernen muss, immer wieder neu damit umzugehen, mit der geballten Power. Man sieht sich hier als der, ich bin's, ich schaff das, nicht negativ, nur die Mitte ist sehr negativ behaftet. Ne? Sehr viel Gefühl, Hinterlist, Manipulation, Schwere mit dem Teufel und eine Verlassenskarte. Also einer oder du wurdest verlassen. So, Problematik müsst ihr sagen. Jetzt geht's weiter. Die nächste Person, entweder du oder dein Gegenüber oder familiär, naja, ist ja dein Gegenüber sozusagen, oder die Zweitlegung für die Person, die du wiedererkennst. Nicht wundern, falls ihr eine Pumpe hört. Das sind Axolotl, die mächtig am Liebe machen sind. Habe ich heute Morgen gesehen, die Ferkel. Page der Stäbe. Es ist jemand neugierig, Beobachtung. Irgendjemand steht unter Beobachtung. Entweder beobachtest du weiterhin eine Situation oder die Person durch egal welche Vorgänge, Internet oder Status, keine Ahnung. Und wir haben 6 der Münzen. Ja, da muss man lernen, das Ganze gerecht einzuteilen. Damit hat man so ein bisschen Probleme. Oder die Person hier unten. Da muss man wirklich lernen, die Gabe zu kriegen. Wo kommt die Gerechtigkeit hin? Ist es alles so gerecht gewesen? Oder habe ich zu viel genommen? Oder hat der andere zu viel bekommen? In meiner Deutung jetzt, ja? Nee, rausrutschen zählt nicht. Aber immer noch Beobachtung, also nicht aus dem Auge lassen, irgendeine Situation nicht aus dem Auge lassen, aber sehr im Hintergrund agierend. Also nicht wirklich, dass der andere das mitbekommt. Page der Scheiben. Ah, das ist ja krass, sehr viele Pagen. Sehr viele vorsichtige, es ist schon fast so eine Hilflosigkeit hier unten, sehr viele vorsichtige Anfänge. Immer wieder auf der Suche nach dem, wie man es lösen kann, aber noch nicht so, da kommt jemand gerade, steht so am Anfang, so in so einer Leere, als ob man weiß, man muss wieder Fortschritte machen, aber man muss es erst erlernen mit 6 der Scheiben. Also ganz, sagt mir jetzt noch nicht wirklich viel. Auf jeden Fall ist hier eine Vorsicht einfach da. Man hat vor irgendeiner Situation total Scheu und beobachtet das Ganze auch. Ja. Und hier steht die Entscheidung, dieses Vorsichtige. Man weiß nicht, für was man sich entscheiden soll. Man denkt noch sehr viel nach, in welche Richtung soll es gehen, in diese oder in diese. So ganz unbewusst. Würde ich schon fast sagen, total neu. Also so, als ob man Angst vor dem Neuen hat, was kommen könnte. Und muss sich jetzt entscheiden. Ne? So, wir gucken uns mal die jetzige Situation für die untere 6 der Schwerter. Ja, da möchte man jetzt auch nicht viel drüber reden. Oder hat auch nicht die Chance zum Reden. Wir haben den König der Schwerter, was zurückkommen wird. Die Kommunikation wird sehr stark und sehr brauchbar umgesetzt werden.
von der unteren Person. Und König der Münzen. Wenn es nicht finanziell ist, wird es, also sollte es finanziell sein, wird dieses Projekt verfolgt. Eventuell auch deswegen diese Pageanläufe, dieses ganz vorsichtige, soll ich es wagen oder soll ich es nicht wagen? Ich muss jetzt so ein bisschen alles handeln und welcher Weg wird es werden? Aber schon sehe ich hier oben, dass man da höhere Ziele hat. Muss nicht immer Chef sein. Es kann aber einfach eine höhere Ebene werden in Sachen Job. In Sachen Gefühlswelt, egal mit wem es jetzt zu tun hat, ist es hier genau das Gleiche. Man möchte sich nicht mit ein bisschen zufrieden geben. Man will schon das ganze Paket haben. Ja? Und momentan fühlt sich hier jemand, der sehr an den Anfängen sehr zurückstecken muss und überlegt, ob es so dann wirklich noch weitergeht, das Ganze. Also da musst du mal gucken, in welcher Legung du dich hier wiederfindest. Aber dafür ist dieses Gespräch nötig, diese Kommunikation. Momentan kannst du aber nicht drüber sprechen oder es gibt auch keine Situation für denjenigen, mit dir zu sprechen oder du mit demjenigen zu sprechen. Das musst du jetzt gucken, ne? Legen wir mal die Gefühlskarten. Jemand hat einen Fehler gemacht, einer von euch beiden oder die Situation trifft auch auf mehrere Sachen zu. Dann den Fehler natürlich versuchen zu vermeiden. Würde für die untere Legung total gut passen, weil da alles so, ist so Vorsicht, aber trotzdem will man ins Ganze rein. Zwei Könige, zwei große. König der Scheiben und König der Schwerter. Vielleicht, um diesen Fehler nicht nochmal zu machen. Oder ein Fehler, uiuiui, um einen Fehler wieder gut zu machen. Vielleicht hat hier jemand in der Legung vor, diesen Fehler wieder gut zu machen. Oha, vier Problemkarten. Aus Angst. Es spielt hier Angst vor Unzulänglichkeit. Da wehrt sich genau das, was ich meinte, dieses Pagending, dieses vorsichtige Rangehen. Da ist nur jemand nicht so in Euphorie wie der andere oder wie ein anderer wäre in diesem Stadium eventuell. Da ist man will jetzt gerade auch sehr schön fast zu vergleichen mit dieser Karte, sortieren oder sucht sich einfach, warum ist das so passiert. Wir haben die Probleme, die Angst und die Einsamkeit. Das muss bewältigt werden im Februar. Oder angegangen werden, diese Vorsicht ablegen, ne? Und eventuell, wenn du das hier oben bist, dann sind das Probleme, die dir einfach Angst machen, die eine Schwere bringen. Einsamkeit, Angst, Fehler, Angst vor Unzulänglichkeit, dieses Geduld, deswegen diese Vorsicht hier unten. Oben ist es dieses, da agiert jemand sehr, um an sein Ziel zu kommen und oder hat auch sehr fies agiert, um an sein Ziel zu kommen. Und trotzdem ist das hier eine sehr kraftvolle Person, die mit Stärke und Wege suchen sehr gut umgehen kann und trotzdem sehr viel Gefühl hat. Auch wenn das hier ein bisschen biestig rauskam in der Grundlage. Aber die Nebensachen sind gut. Die sind nicht böse. Da war vielleicht jemand verzweifelt hier oben, ja. Und hier unten wurde einfach jemand sehr stark verletzt und möchte aber hier wieder in die Fülle. Eventuell für euch beide zutreffend, diese Einsamkeit, Angst, Fehler. Eventuell sind das auch die Probleme, die dazu geführt haben, dass man verlassen wurde mit 8 der Kelche oben. Ne? Jetzt lege ich noch eine Energiekarte. Also dann wirklich Kraft nutzen, wenn du das oben bist oder unten, die kleinen Anfänge. Auch mit dir eins werden, Einsamkeit, auch wenn man alleine ist, kann man diese Einsamkeit nutzen für neue Projekte. Die Energie für dich im Februar, Problem gelöst. Vier Problemkarten sind rausgefallen, nicht eine Heilung, nicht eine Liebe. Und für dich gilt es im Februar, Problem gelöst. Diese Probleme auch wirklich zu lösen, eventuell auch nicht mehr dran festzuhalten, ne? Das sind wirklich vier Problemkarten mit deiner Energie oder deinem Grundsatz. Problem gelöst. In welcher Legung du dich siehst, es wird sich lösen. Danke, ihr lieben Widder.
du wirst dafür sorgen, dass sich das löst, ne? Nicht, weil ich es sage, es wird sich lösen, nicht drauf ausruhen. Du musst das verarbeiten und umsetzen. Auch mit Vorsicht oder mit der extremen Stärke und die Pläne und eventuelle brachiale Phasen einfach zurückstecken. Auch wenn du so handelst aus Angst vor Einsamkeit oder dass du Fehler gemacht hast, aber beide Personen sind in einem gleichzeitigen Lernprozess. Da nimmt sich keiner irgendwie, der eine langsamer und der andere schafft es mit geballter Power, das zusammenzurücken. Wenn man mich fragt, nein. Aber mich fragt hier keiner. Aber die Person ist von dieser Person einfach emotional, glaube ich, viel weit getrennter. Hier ist mehr Willenskraft da und hier ist so dieses, ich weiß nicht, und ich muss erst mal lernen, diese Steps. Das dauert hier, das ist ein Zyklus, der dauert hier unten und oben ist zu viel Macht. Ungeduld trifft auf Vorsicht oder umgekehrt. Und ja, bleibt schön gesund, eventuell bis März. Bye bye.